Du hast jetzt im Erwerbstraining die möglichen Unterarten kennengelernt: Standardbedingungen, koordinative Zusatzbedingungen, veränderte Ballwahrnehmung, Aufmerksamkeitslenkung und Kontrolle, Handlungsketten und nicht zuletzt dann das Technikvariationstraining. Also da hast du ganz viele Dinge an der Hand und der Trick ist eigentlich folgender: Wenn du es erreichen willst, dass deine Spieler möglichst schnell einen Ball in der Hand haben und möglichst kurze Zeit nur benötigt wird, um eine Übung anzusagen, dann lass sie einfach anfangen mit irgendeiner Standardbedingung. Sag eine Übung an, die schnell geht, hier einspielen zu zweit am Netz, zack, zack, zack. Sie stehen da, sie fangen an zu spielen und dann kannst du innerhalb von kurzer Zeit einfach irgendwas reinbringen als Variante. Ja, ein Hoch- und Flachpritschen oder eine veränderte Ballwahrnehmung, indem du die Bälle vielleicht mal austauschst, mal mit einem schwereren Ball spielen lässt. Oder du baust koordinative Zusatzaufgaben ein, einfach mal um die eigene Achse drehen lassen für ein paar Bälle. Also egal, was du machst, nimm dir einfach was raus. Wenn du verstanden hast, wie diese sechs verschiedenen Dinge sich unterscheiden, dann hast du eine Vielfalt an Möglichkeiten, wie du deine Übungen aufbauen kannst und immer wieder variieren kannst. Und hier wird also der Grundstein gelegt für ein Training, was nicht eintönig und langweilig sein muss, sondern du kannst vielfältige Kleinigkeiten immer an jeder Stelle einbauen. Und es wird für dich sehr einfach werden, wenn du es verstanden hast, dass du eben ein abwechslungsreiches Training anbieten kannst, ohne dass du einen extrem großen Planungsaufwand hast. Schau dir einfach an, welche Möglichkeiten hier gezeigt werden. Ganz wichtig war, Standardbedingungen nur im Anfängerbereich, ansonsten bei Fortschrittgeschrittenen kann man kurz damit anfangen, aber so schnell wie möglich davon wieder weg, weil Standardbedingungen dienen nicht dazu, die Qualität des Spiels auf Dauer zu erhöhen. Sie werden auf Dauer eher langweilig und der Spieler achtet gar nicht mehr genau darauf, wie er spielt. Es ist also eine Unterforderung. Sieh zu, dass du andere Komponenten mit reinnimmst und den Spieler forderst und dann mal austestest, an welcher Stelle wird er überfordert. Das ist ja auch manchmal ganz interessant zu wissen. Dann ist ganz wichtig für dich als Trainer, du musst korrigieren. Du musst also jederzeit deine Spieler im Auge behalten und die Knotenpunkte sehen, dass sie umgesetzt werden in den einzelnen Techniken. Und wenn das nicht der Fall ist, dann korrigiere deinen Spieler, ermuntere ihn, motiviere ihn, es nochmal zu machen, besser zu machen. Nur dann wird sich die Qualität erhöhen. Und Spieler vergessen so schnell und so viel. Du kannst gar nicht genug korrigieren und genug eingreifen. Glaube es mir. Lehn dich nicht an den Netzpfosten. Ja, mach das nicht. Es ist eine der Todsünden überhaupt. Sondern sei aktiv im Training dabei, verändere was, korrigiere, motiviere und gib dem Spieler immer wieder die Chance, das sofort anzuwenden, die Korrektur umzusetzen und dann wird er sich verbessern und das ist ja das, was wir erreichen wollen, Qualität in den Techniken.